Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Hier ist sie endlich. Meine September-Wutbox. Ja, die ist irgendwie verloren gegangen, irgendwie anstatt nach Deutschland, nach Frankreich geschickt worden. Ja, und jetzt habe ich sie aber endlich in der Hand. Und ich freue mich drüber. Es ist sehr schön. Ja, das Thema ist Darkness, das weiß ich, denn ich habe schon reingeguckt, weil ich nicht sicher war, ob es jetzt dann die von September ist oder schon die von Oktober. Aber es ist die von September mit dem Thema Darkness. Hello Darkness, my old friend. Entschuldigung. Aber es stimmt, Thema Darkness. So, schauen wir uns das mal an. Darkness, was fällt uns dazu ein? Fällt uns so einiges zu ein. Der hier zum Beispiel. Darkness, im Dunkeln ist gut munkeln mit Batman. Und das Ding kenne ich, das ist ein Quantum Mechanics Item. Na, das haben wir schon mal gelootet an anderer Stelle, ich glaube mindestens einmal. Und das Item ist an sich ziemlich cool. Steht das da sogar vielleicht drauf? Ja, da unten steht es doch drauf, wo wir es gelootet haben. In der Loot Crate. Ja, das hat jetzt auch erstmal ein Ende. Obwohl, die wurden ja von Nika aufgekauft. Mal sehen, was da so passiert. Aber wir sind hier bei der Wutbox und... Bei mir hat die Verpackung einen leichten Schaden, das macht aber nichts, was daran liegt, und das kann ich euch sagen, und das habe ich auch schon mal bemängelt, als wir das Original-Item damals in der anderen Box hatten. Das ist eindeutig ein Schlüsselanhänger. So, und jetzt nehmen wir mal den normalsterblichen Fall, dass jemand das an seinen Schlüssel dran macht, und aussehen tut das toll, ne? Keine Frage, schaut euch das an. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ne? Super geiles Batwing, ja, der Batwing als Keychain. Aber ihr seht das hier, seht ihr diese Spitzen oben und unten? Die sind heftigst scharfkantig. Also das ist schon spitz wie eine Nadel auf beiden Seiten. Die eine Seite geht noch, das sind halt eher so große Klingen. Ne? Da könnt ihr dann schon fast ein Brötchen mitschneiden. Aber diese kleinen Klingen sind echt fies. Und wenn ihr das in der Hosentasche habt. Ich sag euch das, da habt ihr nicht viel Freude dran. Also wenn ihr das Ding benutzt, macht es an euren Backpack vielleicht, obwohl auch da müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr dann greift und das aufmachen wollt, dass ihr euch nicht die Finger zerschneidet. Tatsächlich ist das eher ein Deko-Gegenstand. Macht es nicht in euren Schlüssel, ihr macht euch die Beine kaputt und die Hosen vor allen Dingen auch. Na, ist halt blöd, wenn dann nach einem Tag schon aus der Jeans plötzlich so Flügel rausgucken. An sich ist das Item total toll, designtechnisch auch sehr hübsch gelungen, aber... ein totaler Fail, wenn es darum geht, das Ding zu benutzen als das, was es ist, ein Schlüsselanhänger. Da hättet ihr lieber ein Multitool draus machen können oder irgendwie, keine Ahnung, ein Flaschenöffner oder so. Irgendwas, was man nicht unbedingt in der Hosentasche trägt. Aber ansonsten, wie gesagt, ist ein schickes Item, na, nur mitgedacht hat da keiner. Na, hochwertig auch, aus Metall, sehr cool, aber nicht dafür zu gebrauchen, für das man es gebraucht. Was haben wir jetzt nächstes? Wir haben den Pin. So, der Pin ist, ja... Das ist Kaneshi. Glaube ich, Kaneshi, ja. Wie heißt denn das jetzt? So, scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Death Note? Nee, nicht Death Note. Mensch, jetzt komme ich. Tokyo Ghoul. Entschuldigt bitte. Ich weiß, dass es Tokyo Ghoul ist. Tokyo Ghoul. Na, ich kam jetzt gerade noch nicht auf den Namen. Ich war irgendwie bei Soul Eater. Das war ja auch noch was anderes. Und, Tokyo Ghoul auf jeden Fall. Sehr schöner Pin. Gefällt mir sehr gut. Also haben sie auch gut gemacht, so stylisch, so dass nicht alles vom Kopf da ist. Gefällt mir gut, finde ich geil. Darkness, passt auch sehr gut zum Thema. Was haben wir denn jetzt nächstes? Wir haben hier einen Lappen. Das wird wieder so ein, ja. Was ist da denn so drauf? Voldemort. Warum ist es denn nicht grün, wenn es Voldemort ist? Oder ist das wie für Vendetta? Achso, ist ja wie für Vendetta. Dann hat das Rot auch einen Sinn, ja. Remember the 5th of November. Da haben wir es noch vorher geschafft, das Video rauszubringen. Na, aber das ist von V für Vendetta. Und das ist kein Lappen, sondern das ist hier so ein Armreif. Nein, das ist natürlich fürs Gesicht. Na? Wenn ich da mal so ein Video mache, wo ich nicht möchte, dass ihr wisst, dass ich das bin, dann kommt hier ein auf... Hallo. Ich bin's. Nicht Silent Mike. Na, ja, sehr schick. Motiv ist ganz süß. Na, das... Ich habe das für Zauberstäbe gehalten und das V für das Zeichen vom Voldemort. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist V für Vendetta. Habt ihr ja vielleicht, kennt ihr ja, ne? Guy Fawkes mit der Maske, gespielt von, also im Film hier, von hier, na wie heißt er denn hier? Agent Smith, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ach, ihr wisst, wen ich meine. Was ist denn heute los? Ich habe hier heute echt ein Problem mit Erinnerungen. Vielleicht ist es noch zu früh, keine Ahnung. Oder ich freue mich zu sehr, dass ich endlich meine Darkness-Box habe.
Was haben wir denn hier noch? Ein T-Shirt, das mir nicht passen wird. Weil leider die T-Shirts in der Wootbox sehr oft Lizenz-T-Shirts sind und man kann sie nur bis 2XL bestellen. Wäre es ein US-Produkt, würde ich mit 2XL gerade so auskommen. Sieht ein bisschen aus wie Presswurst dann, aber ich trage es dann trotzdem. Jacke drüber, merkt kein Mensch. Ne? Aber mit diesen T-Shirts komme ich dann nicht so gut klar, leider. Die sind dann meistens etwas zu klein, bisschen zu eng, ein Hauch. Ne? Also das sieht schon sehr groß aus, aber für mich fehlt dann halt noch so ein halber Zentimeter, damit es dann vernünftig aussieht. Also das kann ich jetzt wirklich anziehen, aber dann hast du hier ein 3D-Gremlin, wo dann hier so verschiedene Stellen weit rausgucken. Ja, ich bin halt fett, das ist so. Ne? Und das ist hier Savage, original Gremlins-Item hier, ne? Gremlins-Artikel mit Lizenz und so, alles gut, steht auch hinten drin, Gremlins, und es ist, man muss sagen, es ist, da sind hier so Fussels drauf, das ist aber normal, das passiert, so Nähte. Es ist eine ziemlich schlecht aufgelöste Kopie optisch von dem Gremlin aus dem Kino mit der 3D-Brille und dem Popcorn. Also mal ganz ehrlich, Kinders, ne? Ich mag Gremlins, ne? Und es ist ein offiziell lizenziertes T-Shirt, das müsst ihr euch mal reinziehen, ja? Dass sowas als offiziell lizenziertes T-Shirt rausgeht. Wenn das aus der Ferne betrachtet wird, geht das sogar noch, aber wenn ihr euch das aus der Nähe anguckt, die Auflösung dieser Grafik ist so schlecht. Das ist jenseits von Gut und Böse. Ja, da ist noch jede VHS-Kopie vom Film Gremlins besser von der Optik her. Was sage ich? Betamax? Keine Ahnung. Vielleicht sogar noch, weiß ich nicht, die schlechteste Raubkopie, die man damals hätte kriegen können auf dem Polenmarkt. Was weiß ich? Hat eine bessere Bildauflösung als das hier. Also, Kinder, also ich liebe Gremlins. Ich mag schwarze T-Shirt und ratet mal, es ist weich. Aber ich finde halt, und na, da kann Wootbox noch nicht mal was für. Das ist halt, weil es ist ein ja offiziell lizenziertes T-Shirt. Ich weiß nicht, wer sowas als Lizenz rausgibt. Da gibt es so viele Künstler, die so tolle Produkte machen, die so tolle Grafiken zeichnen und so ein Scheiß, ja, in einer Minute gemacht im Photoshop, ja. Und wie gesagt, in der Auflösung von 320x320. Na, sorry, das kann jeder Idiot, ja. Und sowas dann offiziell zu lizenzieren und zu verkaufen, grenzt schon an Frechheit. Ich meine, gut, vielleicht findet ihr es toll. Ich meine, es ist ein Gremlin, es ist ja schon witzig. Ja, aber wie gesagt, die Auflösung dieser Grafik ist so schlecht, würde ich nicht anziehen. Also, oder zumindest, ich würde es zwar anziehen, ja, ich ziehe alle T-Shirts eigentlich an. Hier passe ich eh nicht rein, aber das wäre besser gegangen. Da wäre viel mehr drin gewesen, mit einer schöneren Grafik, die halt auch ein bisschen nach was aussieht, selbst wenn es nur einfarbig ist. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Also, na, man hat sich gefreut auf ein Gremlins-Item, kriegt ein T-Shirt mit einem Motiv, das nicht so tolle ist. Ganz ehrlich, also die Qualität ist echt nicht gut. Und die T-Shirt-Qualität ist ja auch überragend, wenn ich hier so sehe, dass hier so halbe Stücke vom T-Shirt schon abgehen. Naja, gut, okay. Hüllen wir den Mantel des Schweigens über dieses T-Shirt. Ich glaube, es wird trotzdem Leute finden, die es haben wollen. So, jetzt haben wir hier noch... Warte mal, was? 1, 2, 3, 4, 5... Ja, okay, es ist oft so. Wenn eine Q-Fig drin ist, und in diesem Falle ist das für mich kein großer Spoiler mehr, weil die Box halt schon 80 Wochen alt ist und ich sie dementsprechend schon wusste. Außerdem wurde das, glaube ich, vorher auch gespoilt. Was ja gut ist, ich mag es, wenn sie die Q-Figs vorher spoilen, dann weiß ich auch, was mich freuen kann. Und ich liebe diese Figuren, ja. Dementsprechend ist das eine tolle Sache. In diesem Fall haben wir Lord Voldemort. Ja, Voldy. Voldy. Voldy, soll ich Voldy mal rausholen? QMX, Q-Fig. Ich finde die total toll, die Q-Figs. Würden die mehr rausbringen, würde ich sogar sagen, die besseren Funko-Pops, ja, und das aus meinem Munde. Nein, aber ich meine das ernst. Ich finde, diese Q-Fix sind von der Gestaltung her noch um einiges geiler als jeder Funko-Pop. Da kann man nicht anders sagen. Und jeder, der was anderes behauptet, hat einfach wenig Ahnung von Molding. Ne? Es ist ja klar, so ein Funko-Pop ist ja darauf ausgelegt, dass der möglichst simpel aussieht und eine bestimmte Optik hat, die eben nicht dem Original entspricht. Bei den Q-Fix ist es der Anspruch, eine cartoonige Version eines bestehenden Charakters möglichst geil darzustellen. Und das schaffen die halt immer. Und, das muss man halt auch sagen, während die Pops alle so dastehen, hallo, und da kommen sie auch immer wieder zurück. Inzwischen gibt es einige, die haben dann mal so eine Actionpose, aber 90% aller Fälle stehen die alle so, Arme runter, Beine gerade, Kopf nach vorne, tote, schwarze Augen. Ich mag die, ich liebe die, ihr wisst das. Also, ne, das ist kein Rant gegen Funko, sondern es ist im Prinzip eine Aussage, dass diese Figuren hier einfach Meisterstücke sind im Vergleich zu den Designs der Funko-Pops, ne? Weil die haben, guckt euch das an, das ist total dynamisch, wie diese Figur auf dieser halb translucent Wolke ist mit dem Zauberstab, mit dem Avada Kedavra-Zauber, ja? Dann die Optik des Gesichtes, das kannst du halt einfach
nicht, ich meine, vielleicht kannst du es auch einfach nicht vergleichen, ne? Preislich liegen die ja ungefähr gleich, die Figuren, und dementsprechend, also, ne? Ich liebe Q-Fix und jetzt kommt demnächst auch tatsächlich Pennywise-Figur, es kommt ein Freddy Krüger und wer weiß, was noch alles. Ich freue mich auf den Jason, ich freue mich auf den, wenn da sowas kommt, auf den Hellraiser. Das muss alles sein und Q-Fix sind geil. Also ich habe die auch im Regal, ich sammle die out of box, weil wenn du die im Karton lässt, siehst du nicht viel von der Figur. Beim Funko Pop finde ich das noch anders. Da finde ich vor allen Dingen auch das Design der Box so, dass das gut aussieht. Na, aber bei diesen Figuren, da sieht das Design der Box natürlich relativ neutral aus. Na, da sieht es cooler aus, wenn man die Figur so ins Regal stellt. Außerdem passen dann erheblich mehr ins Regal. Bei Funko Pops ist das ja fast 1:1. Ja, gut, jetzt habe ich voll den Rant über Funko gemacht. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Das ist auch gar nicht mein Ansatz dafür. Ich liebe, wie gesagt, diese Figuren. Na, aber diese Q-Fix sind einfach überragend. In jeglicher... Also ich finde die geil. Ich finde die sogar geiler als manche noch teureren Figuren, weil die halt einfach diese leichte Cartoon-Optik haben, was ich sehr mag. Die haben immer eine extreme Dynamik. Ne? Schaut euch diese Pose an, das ist doch der Wahnsinn. Ne? Und das feiere ich und ich feiere das, dass die Figuren auch, und das ist ja auch was Besonderes, in der Wutbox drin sind, lange bevor sie überhaupt in den europäischen Markt gelangen. Ne? Das war jetzt schon ein paar Mal so. Ne, der Wolverine, der neulich drin war, und die Captain Marvel-Figur, die gab es monatelang gar nicht. Ne, der Joker war am Nagel neu, als der rauskam. Und dieser Deadpool auch. Und das Ding auch, der ist jetzt gerade erst im Handel. Und man hat schon einen kleinen Spoiler fürs nächste Mal gegeben. Und da freue ich mich richtig drauf. Wird die Horrorbox, die Oktoberbox, richtig, richtig cool. Und auch da könnte es wohl sein, dass da was Bestimmtes drin ist, was ebenfalls... nagelneues und sonst noch gar nicht auf dem europäischen Markt. Also, ne, wenn ihr eine Wutbox haben wollt im nächsten Monat, jetzt schnell noch Oktober bestellen. Das müsste noch gehen. Das ist knapp, aber es geht noch. Bestellt die Oktoberbox. Da ist mit Sicherheit was Schönes drin für euch. Ja, es ist eine Horrorbox, so wie es aussieht. Na, die Themen sind alle so ein bisschen in die Richtung geschoben. Dementsprechend bestellt euch die Box. Und wenn ihr die bestellt, dann bestellt sie bitte auf die Sachen in der Videobeschreibung. Da ist ein Link drin und da ist ein Code drin, mit dem ihr nochmal Geld spart. Hört sich gut an, oder? Aber ich sag euch das. Bestellt euch die Box. Definitiv, es lohnt sich. Na, die kriegt ihr jetzt, glaube ich, nicht mehr. Na, das ist zu spät, aber die nächste, und wie gesagt, ne, hier unbedingt bestellen, es wird sich lohnen für euch. Na, über den Link und über den Code hier. Na, wisst ihr Bescheid, läuft für euch. So, was haben wir denn hier? Ja, wir haben den Pin, wir haben das Bandana. 10 Euro für so ein Bandana, ja gut. 20 Euro für das T-Shirt, finde ich eine Frechheit. Also, sowas hängt in der Qualität im H&M. Für 12er oder gibt es sogar bei Kick für 6 Euro, ne? Gut, vielleicht nicht zu Gremlins, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich finde es ein bisschen schwach. Das Motiv ist einfach zu simpel. Ja, da hat nicht mal ein Künstler dran gesessen. Das hat einer im Photoshop in einer Minute fertig geklatscht. Oh, wir brauchen noch ein T-Shirt, mach mal schnell. Ne? Es ist ein lizenziertes T-Shirt. Warner Brothers hat das so lizenziert und rausgebracht, aber ich finde es halt echt schwach. Ne? Eins der schwächsten T-Shirts dieses Jahr. Ja, dann der, ihr seht schon, die Packung ist kaputt, weil diese Schnittfläche hier oben so scharfkantig ist. Auch ein Wahnsinn. Also, immerhin ganz, ganz klar. Das Ding ist geil, aber halt nicht benutzbar. Ne? Pin finde ich super. Das Bandana gefällt mir auch sehr gut. Hat eine schöne Farbe. Schön knallig für Motorradfahrer. Auch sicher eine tolle Sache. Ne? Oder für Leute, die inkognito bleiben sollen, aber nicht so in die Bank latschen. Das ist verboten. Ne? Und diese Q-Fig reißt natürlich alles raus. Das T-Shirt finde ich diesen Monat das schwächste Item. Ganz, ganz klar. Ne? Trotzdem. Diese Box lohnt sich immer. Wegen dieser Figuren. Ne? Das ist der Wahnsinn. Allein deswegen lohnt sich das. Ne? Ihr kriegt diese Figur zum Normalpreis und den ganzen anderen Quatsch mehr oder weniger noch gratis mit dazu. Das ist doch geil. Also Leute, Wutbox holen im Oktober. Unbedingt. Das ist die Horrorbox. Ich freue mich tierisch drauf. Außerdem haben die gerade momentan noch eine One-Piece-Box, was auch selten ist. Sowas gibt es gar nicht. Würde ich auch gerne zeigen, die One-Piece-Box. Ob ich mich da gar nicht auskenne so gut, aber ich habe damals die Serie ein bisschen geguckt. Und sie haben noch eine weitere Special Box, wo ich jetzt vergessen habe, was es ist. Aber pff, macht ja nichts. Na, es gibt auf jeden Fall genug. Steht das hier vielleicht hinten drauf? Nein, natürlich nicht. Es gibt auf jeden Fall zwei Special Boxen momentan. Und natürlich noch irgend so eine Harry Potter Box gibt es ja auch, glaube ich, alle 2 Monate. Also es lohnt sich immer, bei Wutbox reinzuschauen. Und benutzt, wie gesagt, unten den Link. Benutzt unten, wie gesagt, den Code. Dann läuft alles und bestellt definitiv die Oktoberbox. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr Horrorfans seid, müsst ihr die Oktoberbox bestellen. Ihr müsst. Also bestellt die Oktoberbox. Und jetzt bin ich raus. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch was. War schon wieder viel zu lang das Video, viel zu viel gelabert. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.